Hallo meine Lieben, ich schicke euch ganz herzliche und sonnige Grüße. Schön, dass du jetzt hier bei mir bist. Und ich lege heute das Fantastical Creatures Tarot und vielleicht kommen auch noch die Orakelkarten zum Einsatz. Aber ich muss schauen, ob wie viel Zeit ich denn so habe. Und ja, die Legung heute, genau. Was ist denn die Legung heute? Die Legung, das ist ein Wochenorakel. Ich weiß, ich habe Wochenorakel schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gemacht, aber ich habe mir gedacht, ach, mache ich mal ein Wochenorakel, mal schauen, wie das bei euch dann ankommen wird, ob ihr überhaupt Interesse habt an einem Wochenorakel. Schreibt das mir in die Kommentare, ja? Und ja, ich fange einfach an. Und du möchtest bitte schauen, ob du mit dieser Legung, mit den Aussagen hier in Resonanz gehst, weil es ist eine allgemeine Legung. Es kann sein, dass zum Beispiel nicht alles, nicht so 100% mit dir, mit deiner Situation übereinstimmen wird. Ja, aber hier, das ist einfach eine Legung, zu der du geführt worden bist und vielleicht die du gefunden hast, ja, aufmerksam geworden bist auf jeden Fall auf diese Legung. Und deswegen solltest du hier etwas wissen, erfahren. Es warten Botschaften, Informationen auf dich. So, ich wähle jetzt sechs Karten. Die möchte ich noch haben. Etwas eine andere Methode, die Karten auszuwählen. Aber die ist auch sehr effektiv. Habe ich ausprobiert und ist sehr effektiv. Ja. Und geht schnell, geht ganz schnell. Der Page der Stäbe. Die Gerechtigkeit. Die Acht der Schwerter. Das Ass der Kelche. Die Fünf der Münzen. Und der Ritter der Schwerter. Ja, die Woche fängt gut an, was ich hier so habe. Ja, mit dem Pagen der Stäbe bist du gut drauf, du bist gut dabei, du bist bereit, diese Woche zu beginnen. Du hast viel Energie, vielleicht hast du dich am Wochenende erholt. Ja, hast viel Kraft, viel Power und bist bereit, diese Kraft, diese Power auch anzuwenden. Das, was ansteht. Montag ist ein Krafttag. Normalerweise sind die Montage eher so schleppend. Vielleicht hängt man noch so dem Wochenende nach und hat keine Lust, ist so ein bisschen niedergeschlagen, schon wieder die Woche fängt an, ja. Aber hier habe ich dich ganz anders. Ich habe dich hier, ja, die Woche und ich bin jetzt bereit und ich hab Lust, ja, und ich habe Energie und ich möchte jetzt was machen, was bewirken, ja, mit dem Pagen der Stäbe. Und der Page der Stäbe, das ist natürlich auch hier gleich am Anfang der Woche, ist es hier eine Chance, ein Angebot, was dich erreichen wird, auf dich zukommen wird. Spontan, interessant, plötzlich, auf einmal ist es da. Vielleicht hast du schon mit einem Angebot gerechnet, aber du wirst trotzdem überrascht werden. Zum Beispiel von dem Inhalt von diesem Angebot oder Inhalt von dieser Chance. Ja, vielleicht wird dich das auch ein bisschen umhauen, also auf eine positive Art und Weise. Du wirst dich freuen und du hast hier auch dann die gute Möglichkeit, das schnell anzunehmen und schnell umzusetzen und schnelle Resultate hier auch zu erzielen. Am Anfang der Woche habe ich das, ja.
eine Chance, eine Möglichkeit für dich. Und dann habe ich hier, das beruhigt sich. Ja, das beruhigt sich etwas, aber es bleibt positiv ausgeglichen. Und in der kommenden Woche wird etwas wieder gut gemacht werden. Vielleicht hat diese Chance etwas damit zu tun. Es könnte aber auch mit der Chance nichts zu tun haben. Es könnte sein, dass diese Chance für sich alleine steht. Aber es kann auch hier so sein, weil die Karten sind nun mal nebeneinander, ja. Kann sein, dass diese Möglichkeit, diese wunderbare Nachricht, ja, kann auch hier sein in Form von Nachricht. Diese Eule bringt eine Nachricht. Diese Nachricht wird sowas sein wie die Wiedergutmachung. Ja, aus dieser Chance könnte Wiedergutmachung hervorgehen, sich entwickeln, kann aber auch für sich alleine stehen. Ich habe das hier so eventuell in der kommenden Woche, hast du irgendwie Papierkram, irgendetwas Papiermäßiges zu erledigen, Verträge, amtliche Sachen und diese Angelegenheiten verlaufen eher besser, als sie schlecht verlaufen. Ja, so würde ich das hier sagen. Also für einige von euch ist es Wiedergutmachung. Du bekommst das, was dir zusteht, weil ich habe hier nun mal die Gerechtigkeit. Ich habe hier Ausgleich, Ausgleich finden, Ausgleich bekommen, Ausgleich, vielleicht von dir kommt dieser Ausgleich, ja, und alles gerät in Balance, in die Waagschale, ja, gleicht sich aus. Ich habe hier keinen Mangel bei dir jetzt in dieser amtlichen Angelegenheit und oder in dieser Papierangelegenheit, ja. Und alles ist soweit gut. Es kann, also entweder ist es okay oder ist es gut oder noch besser, ja. Also schlechter habe ich hier nicht, diese ganze Angelegenheit. Und auch Anfang, Mitte der Woche habe ich dich ziemlich ausgeglichen und in dir ruhend. Wahrheit sprechend, ich habe bei dir auch in dieser Angelegenheit kein Übervorteilen oder nichts, was sich negativ auf dich auswirken könnte, ja? So könnte man das hier auch sagen. Und die Mitte der Woche, naja, da hängst du so ein bisschen durch. Da hast du das Gefühl, nichts tut sich. Das, was ich mache, bringt kein Ergebnis. Irgendwie, ja, die Mitte der Woche, da hängst du durch einfach. Ja, die Acht der Schwerter, das ist auch nicht anders können. Irgendwie gefangen sein in den Routinen des Alltags. Vielleicht läuft auch abends nichts Vernünftiges im Fernsehen, könnte hier auch so sein. Du findest nichts, was dir richtig Freude bringt. Du kannst irgendwie nicht aus deiner Haut. Du kannst irgendwie nicht diese Situation irgendwie anders für dich gestalten. Routine, ich habe hier auch sowas so, sowas, was auch vielleicht sogar ein bisschen nervt oder dich anödet. Kann sein, ja, das ist die Mitte der Woche und du denkst dir, naja, das Wochenende kommt ja bald. Also stehe ich diesen Mittwoch, Donnerstag kann das hier so sein, ja, stehe ich durch und einfach den Gürtel enger schnallen, Zähne zusammenbeißen und einfach Augen zu und durch. Ja, sowas habe ich in der Mitte der Woche. Aber trotzdem, wie du siehst, sind hier um dich herum schöne Farben und dein Auge leuchtet, ja, wie so ein Diamant oder wie eine Lampe. Also lass dich nicht hängen, denn das ist nur dieser Zwischenmoment und dann wird es wieder anders, wird es besser. Und ich habe auch hier so, vielleicht wirst du einen Anruf erwarten, vielleicht eine Nachricht erwarten und die kommt nicht an dem Tag. Sie kommt nämlich am nächsten Tag oder übernächsten Tag. Diese Nachricht habe ich hier auch für dich. Ja, das ist auch so, was du jetzt wissen sollst, dass an dem Tag, wo du eine Nachricht, ein Anruf, vielleicht aber auch ein Besuch, ja, ein Treffen erwartest, irgendwie verzögert sich das Ganze, ja. Und das kommt dann aber später, weil ich habe hier das Ass der Kelche. Und das ist hier eine Chance. In der kommenden Woche wirst du hier die Chance haben,
Ja, auch Erfüllung in der Liebe zu finden. Eine Chance in Bezug auf die Liebe wird sich hier dir bieten zeigen. Wie gesagt, dieser Anruf, dieser Besuch, dieses Treffen könnte hier diese Chance hervorrufen. Dadurch wird diese Chance sichtbar. Und ich habe hier zwei Menschen, die sich ganz gut verstehen, die diese Chance sich ganz genau angucken. Das kann, wie gesagt, in Sachen Liebe sein. Kann sein, dass du jemanden begegnest oder jemand meldet sich eher am Ende der Woche. Ja, ich habe hier eher Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag kann auch sein, aber nicht am Anfang der Woche. Eher Mitte, Ende der Woche meldet sich jemand und da wird sich eine Möglichkeit für dich bieten, irgendwie so eine Erfüllung zu finden in Sachen Gefühle, Liebe, Zuneigung, kann auch etwas Freundschaftliches sein hier. Und mit den Münzen direkt daneben habe ich das hier so, dass das auch ein Angebot, eine Chance sein könnte in Sachen Beruf und Finanzen. Das schwingt hier so mit. Also, du wirst hier auch eventuell oder eine Chance bekommen, deine finanzielle, berufliche Lage etwas zu verbessern. Entweder wird dir jemand etwas anbieten, vorschlagen, was deine Finanzen etwas verbessern könnte oder deine berufliche Lage. Ja, es wird sich irgendwie so eine Situation, was ich hier habe, ergeben. Und ich habe bei dir etwas Finanzen in der kommenden Woche, könnte am Ende so ein bisschen, du könntest das Gefühl haben, das muss aber nicht unbedingt so sein, dass auf deinem Konto das so ist, sondern ich habe so das Gefühl bei dir, so dieses Empfinden, irgendwie zu wenig, ich habe irgendwie zu wenig von allem. Kann finanziell sein, kann beruflich sein, kann aber auch irgendwie komplett so das Gefühl sein. Ich habe dich hier so ein bisschen in deiner Umgebung so eingefroren, festgefroren, vielleicht auch festgefahren in deinen Gedankengängen. Ich habe das hier so, dass du das auch befeuern könntest, dass diese Kälte da bleibt, ja? Ich habe hier zum Beispiel in Bezug auf die Liebe, ich springe jetzt mal zu der Liebe, danach komme ich wieder zu den Finanzen beziehungsweise zu deiner allgemeinen Lage, weil das kann hier beruflich, finanziell allgemein sein, aber auch mit der Liebe was zu tun haben, weil ich habe hier daneben die Kelche, ja? Und es ist hier so, dass diese Chance kommt in dein Leben und macht sich bemerkbar. Und im ersten Moment bist du begeistert, du möchtest das und dann irgendwie am nächsten Tag oder im nächsten Augenblick denkst du dir, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich weiß es nicht. Ach, vielleicht doch nicht. Ach, vielleicht ist es zu kompliziert. Ach, vielleicht ist es besser, wenn alles so eingefroren und kalt bleibt, wie es ist. Denn mit dieser Kälte, das ist alles stabil, ja, weil das Eis, es ist fest und das bedeutet auch hier mit den Münzen Stabilität. Auch wenn es vielleicht ungemütlich ist, kalt, trotzdem stabil und fest. Und wenn das Ganze anfängt aufzutauen, hier durch diese Chance, dann könntest du bemerken, dass du vielleicht bis zu den Knien im Matsch stehst und es wird anstrengend, da rauszukommen und die Schuhe wieder sauber zu bekommen, ja, und vielleicht wird dir auch Wasser auf den Kopf tropfen und du musst zum Beispiel ziemlich lange warten, bis es alles komplett trocken ist. Also du wirst irgendwie so überlegen und dich so fühlen, ach lieber vielleicht doch alles so lassen, wie es ist. In Bezug auf die Liebe, vielleicht Finanzen, vielleicht aber auch beruflich. Ich habe bei dir, es ist ungemütlich, es ist irgendwie so zu wenig, nicht genug, ja. Aber trotzdem, ich weiß, was ich um mich herum habe, ja, weil das ist alles festgefroren. Das bewegt sich nicht. Und das bietet auf der anderen Seite auch irgendwo so ein bisschen Stabilität, ja. Und vielleicht hast du dich einfach dran gewöhnt und willst das gar nicht mehr anders haben. Und diese Karte macht dich darauf aufmerksam. Vielleicht, dass es so bei dir ist. Und dass diese Chance, ja, weil Karten, machen dich natürlich auch auf Sachen aufmerksam, zeigen dir auch was, ja. Und
Hier, mit dieser Chance könnte das Ganze zum Schmelzen gebracht werden. Aber sei dir dessen bewusst, dass es auch vielleicht matschig eine Zeit lang sein wird, bis es komplett schön trocken ist und das alles anfängt wunderschön zu blühen. Ja, also sowas sehe ich hier in diesem Kartenbild, sehr interessant. Aber diese Chance, das hat was mit etwas Positivem, mit Glück, mit Zufriedenheit, mit Liebesglück oder Glück in beruflichen Angelegenheiten zu tun. Ja, und wenn du das aber so eingefroren lassen möchtest, ja, dann kannst du das natürlich auch so eingefroren lassen. Aber seid dir dessen bewusst, dass das auch auf Dauer weiterhin ungemütlich sein wird, ja? Aber trotzdem stabil. Ja, vielleicht möchtest du einfach kein Risiko eingehen und das könnte hier ein Risiko für dich irgendwie in irgendeiner Form darstellen, ja? Vielleicht hast du dich aber auch hier daran gewöhnt, an diese kalte, frostige Welt. Sie erscheint dir nicht mehr kalt und frostig. Ja, aber diese Chance macht dich darauf aufmerksam, wie es sein könnte. So schön, grün, warm, wundervoll und noch jemand anderes ist da, mit dem du Spaß haben kannst. Und der Ritter der Schwerter, das ist hier. Das ist ganz, ganz am Ende der Woche. Ich habe das hier so, dass du befürchtest, dass die übernächste Woche anstrengend sein könnte, ja? Und vielleicht warten da viele Herausforderungen auf dich, du weißt es schon, und deswegen ist es irgendwie so ungemütlich. Du willst nicht, dass die Woche zu Ende geht, dass das Wochenende zu Ende geht, und du möchtest nicht dich diesen Herausforderungen, diesen Anstrengungen des Alltags wieder der Woche, der übernächsten Woche stellen. Aber diese Karte zeigt dir auch, wenn du deinen Verstand einschaltest, wenn du klar alles siehst, wenn du Klarheit in deinen Angelegenheiten an den Tag legst, dann wird es nicht so tragisch sein. Dann wird es nicht so anstrengend sein für dich in der kommenden, in der übernächsten Woche. Und ich lege noch eine Orakelkarte, die Elki-Orakelkarten verwende ich jetzt. Weil ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Also ich habe hier eine Provokation. Ich habe hier für dich in der kommenden Woche auch die Führung übernehmen und die Kraft. Das spiegelt sich sehr schön hier wieder, aber das könnte dir natürlich auch hier eine Hilfestellung, eine Hilfeleistung, ja, Hilfestellung, ja, Hilfestellung geben in Bezug hier auf diesen Ritter der Schwerter. Dass wenn du Verantwortung übernimmst, wenn du das Zepter in die Hand nimmst, wenn du für dich einstehst, wenn du vielleicht auch provokant wirkst, ja, und wirst provozierend sein, dadurch hast du aber hier die Macht, die Kraft, die Power kommt dann zu Geltung. Und scheue dich nicht, provozierend zu sein. Halte dich nicht zurück in der kommenden Woche. Ergreife die Initiative, wenn es darum geht. Denn dadurch kannst du nur gewinnen. Ja, wird mir hier angezeigt. Und vielleicht diese Energie möchte, also diese energetische Karte, weil aus dieser Karte kommt so viel Energie heraus hier. Für die übernächste Woche kannst du natürlich auch diese Führungskraft, diese Stärke, diese Energie einfach mitnehmen und dann wird dir hier in der übernächsten Woche der Wind nicht so kalt ins Gesicht wehen, sondern das wird dann wie eine frische Brise sein, die einfach nur Erfrischung bringt. Ja?
Provokation. Ich habe hier aber auch in dieser Karte Provokation. Hier sieht man die Schlange. Also, das ist auch hier für einige eine Botschaft, dass du in der kommenden Woche eine Provokation erleben könntest von zum Beispiel Seite von einer anderen Person. Ja, von einer anderen Seite, von einer anderen Person. Es könnte eine Provokation auf dich zukommen. Jemand wird dich provozieren. Beweise Stärke und beweise Führungskraft. Raste nicht aus, flipp nicht aus, sondern bleibe bei dir, aber bleibe stark und unnachgiebig. Sowas habe ich hier, ja. Es kann aber auch sein, dass diese Karte dir aufzeigt, dass du auch etwas provozieren könntest in der kommenden Woche, ja. Ein bisschen provozieren hier, ein bisschen provozieren da und zeigen, dass man auch mit dir rechnen muss, ja. Dass du auch stark und kraftvoll bist und lass dir nicht in der kommenden Woche auf der Nase herumtanzen. Das sagt hier auch diese Karte. Und ich bin am Ende dieser Legung und ja, das war dein Wochenorakel. Bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du da warst. Wenn du magst, kannst du natürlich hier meinen Kanal abonnieren, vielleicht ein Like geben, vielleicht aber auch einen Kommentar schreiben. Ich würde mich sehr freuen, ja. Wenn du magst, kannst du natürlich auch meinen Kanal unterstützen oder in den energetischen Austausch gehen, zum Beispiel mit einer Spende oder mit einer Kanalmitgliedschaft. Für Kanalmitglieder gibt es spezielle Videos, die du dir anschauen kannst. Das ist sozusagen ein kleines Dankeschön von mir für meine Mitglieder. Und es ist kein Abo, du kannst jederzeit kündigen, sogar am gleichen Tag und zwar mit einem Klick bist du draußen. Wenn du nicht magst, wenn es dir nicht gefällt. Und ja, die Spendenfunktion findest du unter dem Video bei den Likes. Das ist ein Herzchen. Vielen Dank, wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Woche. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.